Ich bin heute ein paar Kilometer gefahren, um euch mal ein anderes 814er Projekt vorzustellen. Das macht der Robert mit seiner Freundin zusammen und Robert berät mich immer mal in so ein paar Fragen, die ja immer mal wieder aufkommen bei mir. Und wir gucken uns jetzt mal an, wie sein Mercedes 814er aussieht, denn das ist auch ein Allrad, aber nicht wie bei mir ein Kastenwagen, sondern tatsächlich bleibt jetzt eine Pritsche und da kommt hinten noch was drauf und das will ich euch jetzt nicht vorenthalten. Wir gehen mal rein und gucken. Robert hilft mir gerade schon wieder, meine Druckleitung neu zu machen. Auch ein wichtiger Grund, warum ich heute hier bin. Wir gehen mal Hallo sagen. Hier Robert, sag doch mal was zu dir und zu deinem Auto. Ja, ich bin Robert, arbeite in einer Werkstatt, bin Kfz-Meister. Ich wollte schon immer einen Camper haben. Bin mit Freunden mal weggefahren, die hatten T4 mit Hochdach oder mit Klappdach oben und sowas. So hat das ja angefangen, das Camperleben im Prinzip. Hatte mir immer überlegt, ein Sprinter wäre richtig was Cooles, aber die 906, also die vorletzte Sprinter-Baureihe und die jetzige, die gefallen mir nicht so richtig. Und die alten mit Allrad gibt es selten, wenn sind sie schon sehr teuer. Und dann habe ich so geguckt, was sind so die Alternativen, was auch noch cool aussieht. Was nicht unbedingt aussieht wie ein LKW, was halt noch eher aussieht wie ein Transporter, aber schon eine mächtigere Nummer ist. Da ich dank Bundeswehr einen LKW-Führerschein habe, war dann die Auswahl schnell auf was Größerem als ein 3,5 Tonnen Sprinter gelaufen. Dann habe ich so geguckt, was gibt es und bin dann beim Vario hängen geblieben. Ich habe bei Mercedes auch gelernt, hatte also mit diesen Autos schon früh Berührung bekommen und habe festgestellt, die Autos gefallen mir. Als Allrad noch mehr, weil sie haben schon eine gewisse Grundhöhe, sehen schon ein bisschen kräftig aus alles. Das soll es werden. Hab dann geguckt, was es so gibt auf dem Markt und habe festgestellt, oh Gott, Allrad, Vario, entweder sauteuer, also fast nicht bezahlbar oder halt generell sowieso sehr selten, egal in welcher Bauvariante. Bis ich dann durch Zufall in Berlin einen Kipper gefunden habe, für 12.000 hat der gekostet. Und hab dann bin hingefahren, also hab die angerufen, bin hingefahren, hab mir das Auto angeguckt und hab gesagt, zack, den nehmen wir. Haben dann angefangen, den Kipper abzunehmen, haben angefangen, den Rahmen auseinanderzubauen, also alles, was so dran ist noch, was so weg musste. Die Luftanlage. So, jetzt gucken wir uns die Druckluftanlage an. So, hier hinten habe ich neue Drucklufttanks verbaut. In Aluminium für Kreis 1, 2 und 4. Leitung komplett neu gezogen, alles neu verlegt. Ja, hab den ganzen motortechnisch die Wartungsarbeiten gemacht, was da war zu überholen, weil Turbolader war in Ordnung, Motor an sich ist sowieso in Ordnung, hat mit 245.000 circa noch lange nicht das erreicht, was irgendwie Verschleißgrenzen darstellt bei diesem Fahrzeug, weil eine Million ist ja eigentlich sich wahrscheinlich kein Problem. Also ich kenne kaum Motorschäden, habe es in meiner Zeit, als ich bei Mercedes gearbeitet habe, nicht kennengelernt bei diesen Motoren und habe auch in den ganzen Foren, wo diese Fahrzeuge vertreten sind, noch nie von gehört, dass da die Motoren irgendwie einen Geist aufgeben. Ja, das sind so die Basics zu dem Auto und jetzt... Du hast ja auf jeden Fall hier auch dir diese großen Geräte drauf gezaubert. Das sind Unimog-Felgen. Und 275 80 R20 Kontinentalreifen, MPT 81 heißen die. In dem Fall mit 134er Traglast, um halt die Achslasten so weitestgehend auszunutzen. Aber die sind auch schwer zu kriegen, die Dinger auf jeden Fall. Ja, gibt es noch neu bei Mercedes, habe ich letztens gesehen. Die Felgen kannst du immer noch neu kaufen, aber da bist du, glaube ich, ich weiß nicht, 500, 300 Euro. Ohne Steuern. Also bei knapp 400 Euro pro Felge. Hat mir die Pulver beschichten lassen, schwarz, komplett. Sieht auch richtig gut aus. Bin ich auch sehr neidisch, dass sie schon so schön aussehen. Ja. Der Rahmen sieht wie neu aus, Robert. Naja, fast. Ist ja für die Ewigkeit gebaut. Im Gegensatz zu den Aufbauten bei den Varios, das wissen wir ja alle, Fahrerhaus oder Kastenwagen, die sind ja sehr anfällig, was Rost betrifft. Aber wir haben es gleich, als alles nackig war, haben wir das Auto angefangen zu streichen. Alles mit Hammerit. Und alles, was ich jetzt auch so neu angebaut habe oder umgebaut habe, ist mit Hammerit vorher gestrichen worden. Auch dann zwischen Auflagefläche am Rahmen, an den Bauteilen ist nochmal frisches Hammerit gemacht worden und dann zusammengeschraubt, sodass das Hammerit sich rausgedrückt hat. Und so wissen wir alle, dass da, wo eine Materie ist, kann keine andere sein. Also da wird nie im Leben Wasser hinkommen. So, und es kommt eine Kabine auf dieses Fahrzeug und die steht natürlich hier auch schon bereit. Robert steht schon davor. Ja.
Da steht sie, eine. Unser wunderbarer Krankenwagenkoffer. Hast du geschossen für? 1300. Von Fahrtech-Systeme, da ist noch der Aufkleber. Da gibt es bei YouTube ein ganz lustiges Crash-Test-Video, wo so eine Kabine auf dem Sprinter drauf ist, auf einem alten Sprinter. Und da fahren sie mit einer, also nehmen sie richtig Anlauf, haben auf einem Golf eine Stahlrampe drauf gebaut und dann fliegt der ganze Sprinter komplett, dreht sich um 180 Grad und fliegt auf eine Ecke drauf. Und bei der Landung ist bloß die Ecke eingedrückt ein wenig. Also das Auto stellen sie wieder hin und die können alle Türen noch vernünftig öffnen. Und das ist halt mega stabil, das Ding. Und das sieht man auch, wenn man die aufmacht. Die haben schon die ganze, also ist schon komplett entkernt. Und jetzt natürlich auch als Lagerplatz mitgenutzt. Und da sieht man halt etliche Verstrebungen. Und dadurch ist die mega steif und richtig gut. Wiegt natürlich auch was. Also die hat mit Möbeln und allem, was da noch so drin war, die 1700 Kilo gewogen. Und ich vermute jetzt, so ohne den ganzen Möbel, wird sie bei 1,5 liegen. Ist für den Vario natürlich auch noch nicht der Aufriss. Sollte klappen, also... Hat der ordentlich. Mit genug Reserven sind noch da. Ja, aber das ist schon schwer, würde ich behaupten. Die Außenmaße sind 3,65 Meter mal 2,10 Meter und 2,10 Meter auch hoch. Also die Innenmaße sind bei, ich glaube, 3,50 Meter mal 2 Meter. Auf jeden Fall, das passt. Ist halt okay für eine Doppelkabine, Fahrerhaus und dann der Koffer drauf, das ist schon... Das Maximale, was geht, der Überhang ist schon dann ordentlich, aber damit können wir leben. Die ganzen Tanks und alles, die sitzen ja eh im Rahmen, also die meisten Sachen sind eh tief unten und sehr weit vorne, dass die Gewichtsverteilung gut beachtet wurde. Wir werden sehen, wenn es ausgebaut ist und voll ist alles einmal, wie viel es dann wiegt, aber dank der Unimog-Reifen mit entsprechender Traglast von 134, also 2,12 Tonnen pro Reifen, habe ich dann nachher eine Gesamttraglast von 7,2 Tonnen knapp. Robert, steht drin, wie wird denn hier die Aufteilung bei 3,60 Meter? Also, du stehst ja gerade drinnen, Paul. Da, wo du gerade stehst, ist auf jeden Fall noch oder gerade so Durchgangsbereich mit Duschbereich. Hier vorne kommt die Dusche direkt rein. Hier kommt die Küchenzeile rein, dass der die Wasserabnahme auf einer Seite stattfindet, dass ich die Leitung nicht hin und her legen muss. Also hier hinten kommt dann das ausziehbare Bett rein, wo natürlich der feste Teil breiter ist als der bewegliche Teil. Was dann über die Sitzgruppe, die ganz hier hinten, also was heißt Sitzgruppe, wir machen zwei Sitze mit einem ausziehbaren Tisch, was ich auch mal bei Pauls Videos gesehen habe. Das war FF Bastel, mit dem ich auf dem Pamir war, da ja, hast du mir abgeguckt. Das ist ein 507. Genau, dieser Ausziehen, also das mit dem Tisch, mit dem Ausziehen fand ich eine sehr platzsparende und sinnvolle Lösung und so werden wir das auch machen. Ein Platz hier, ein Platz da, Tisch, wenn das Bett eingeschoben ist. Also zwei Fenster, rechts und links noch, kommen da rein. Hier oben kommt eine Dachluke rein. Direkt über die Dusche mit dann später noch einem Lüfter, dass der Abzug da ist. In der Ecke kommt die elektronische Steuerung rein. Also wir haben von Victron etliche Geräte schon kaufen können. Die kommen hier alle rein und der Kühlschrank kommt hier rein. Alles in einem Hochschrank. Also hier vorne kommt dann noch der Durchgang. Und bis zum Durchgang geht dann halt ein Möbelstück, was dann explizit nur dafür ist, dass da die Technik drin verbaut wird. Dann haben wir hier unsere Außenklappen. Die bleibt auch so groß, also hier ist dann eine Trennung richtig drin und hier unten ist dann halt der Kofferraum. Und hinten ist da auch noch eine große Tür, ist ja quasi von der Seite und von der. Ich habe hier zwei Flügeltüren, so wie das normal halt im Krankenwagen auch war. Hier jetzt auch mal die Größenverhältnisse, geht ja bis zur Hüfte des Autos. Ja, Tür aufmachen muss ich ihn hochfassen, das geht's nicht. Und das hast du in schönem Raptor gemacht, ja. Gesprüht oder gestrichen? Alles gesprüht, mehrfach gesprüht. Leider hatte ich ein bisschen Probleme mit dem Raptor zum Einfärben. Der hat die Farbe nicht so richtig gedeckt teilweise. Deswegen hat er etliche Lackgänge drauf. Aber dadurch hat er jetzt, glaube ich, einen sehr guten Schutzpanzer gegen alle möglichen Außenbeeinflussungen, Äste und Co. Das hält alles eine Weile, was hier drauf ist als Farbe. So viel Raptor drauf, das hält, glaube ich, nur der Raptor hält das Auto schon allein. Ja. Dass es Raptor geworden ist, war bloß, ich habe auch durch YouTube-Videos oder durch Facebook auch viele, also einige gesehen, die das schon gemacht haben mit Raptor und habe mich dann halt dazu belesen. Habe halt unter anderem festgestellt, dass mir die Struktur sehr gut gefällt, dieses Raue. Das passt zu so einem Auto, finde ich, sehr gut. Und dass sehr, sehr, sehr widerstandsfähig ist. Also das ist ja eigentlich auch kein Lack für Blechteile im Normalfall, sondern das ist ja eine Beschichtung
Flächen, die benutzt werden, also Ladeflächen oder ähnliches, damit die mit der Abrieb von dem Material, also von dem Metall begrenzt wird, ist ja, dafür ist ja das ja da, oder damit das nicht oxidiert, also gammelt, verrostet oder so, dafür haben sie das da. Aber als Fahrzeuglack ließ er sich super verarbeiten. Also wir haben uns dann für Blau entschieden auch, weil wir haben viel überlegt, was es so für Farben gibt, was andere für Farben machen. Wir wollten keine Farben, die irgendwie in die Militärrichtung gehen. Also keine Grüntöne, keine Ockertöne, also keine, halt alles, was so Militärfarben sind, wollten wir nicht. Der Koffer, den wissen wir noch nicht, wie wir den farblich gestalten. Vielleicht habt ihr da Ideen zu. Könnt ihr ja gerne in die Kommentare dann bei Paul reinschreiben, der wird das dann sicherlich an mich weiterleiten. Habe Klimaanlage noch schon eingebaut, hab mir einen zweiten Vario gekauft vor kurzem. Hat die Klimaanlage ausgebaut, hier eingebaut, das ist schon so gut wie fertig alles. Außer halt das Kühlerpaket muss noch rein wieder. Dann ist hier auch eine Klimaanlage drin. Und dann hat meine Schwester, lass das mal kurz aufmachen. Ich muss dir mal die Teile zeigen. Hat mir die ganzen Verkleidungen schön mit Stoff bezogen. Wir haben hier bei den Fahrzeugen immer Plastik, Plastik, Plastik vorne drin. Und ich finde ja persönlich auch nicht das hochwertigste Plastik, was man so verbauen kann. Es knatscht und knietscht gerne mal. Robert hat hier noch eine Variante. Und verfärbt sich auch so gerne in unterschiedlichen Farbtönen. Also wir wissen ja, dass gerade bei den alten T2 und Vario das alles mal grau war. Und das hat ja dann nachher so Brauntöne, helle Grautöne, Dunkelgrautöne, wie gesagt, gewisse Brauntöne. Und ich habe alles mit Plast-PT, heißt das, habe ich alles schwarz gemacht. Also finde, das ist auch sehr gut gelungen. Gerade bei diesen gemustert oder rauen Oberflächen ist das richtig gut geworden. Habe ich bei Amazon gefunden. Ich habe ja von Hermann unterwegs gesehen, dass die auch mit so einem, ich weiß gar nicht mehr, wie es bei denen heißt, ihre Kunststoffteile behandelt haben, auch ihre Außenkunststoffteile behandelt haben. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Das hat für mich jetzt, also für mich wird alles, was außen ist, mit Raptor besprüht, fertig ist. Ist eine einfache Arbeit, Schwamm, mit einem Schwamm, den ein bisschen nass machen, das Zeug drauf machen und dann immer schön verreiben. Manchmal macht man das je nach Bauteil mehrere Durchgänge dran. Das ist der Grauton, wie wenn es neu ist. War. Ja. Und jetzt? Da unten dann die Halterung. Da kommt dann der Tank an. Du hast dann wie viel? Ich habe dann mit beiden Tanks habe ich knapp 400 Liter Diesel dabei. Reicht für? Also wenn man den sogar mit 20 Liter berechnet, kommen wir dann mit 2000 Kilometer. Ein kurzer Vergleich. Ich habe bei mir gerade 70 Liter. Den Standardtank sind an Kilometern bei 20 Liter 300. Also weit komme ich nicht. Das ist auf jeden Fall hier der Weg, wie man es machen sollte und könnte. Boah, das hast du hier getauscht und dabei habe ich was gesehen. Das werde ich auch sofort nachmachen. Ja, ich habe ja den Kotflügel, wie gesagt, ersetzen müssen, weil der andere hier oben eingeditscht war, nicht wegen Rost, sondern weil er beschädigt war. Und habe den nicht mehr angeklebt, weil der ist ja original am Radlauf angeklebt. Habe alle Kontaktstellen, wie hier vorne, hier oben, hier den ganzen Radlauf und an der A-Säule lang mit Mike Sanders Fettband. Also habe dazwischen Mike Sanders Fettband gemacht, damit halt diese ganze Korrosion aus dem Weg gegangen wird, ja, die es hier gibt. Das ist ein Problem. Vielen Dank, Robert, dass du mir das gezeigt hast. Ja, vielen gerne, Dank gerne. Für die ganzen Hilfen, die schön, du mir auch moralisch gegeben hast. Ja, das war's mit dem Video. Ihr könnt gerne unten mal kommentieren, was Robert noch besser machen könnte an der ganzen Aktion. Ich glaube, da kommt nicht viel, weil es tatsächlich eher der Optimumfall ist von den Dingen, die ich da so gebastelt habe bei mir hinten auf der Wiese, wo es auch alles ein bisschen schneller gehen musste. Gerne Video liken und Abo dalassen und wir sehen uns in einigen Tagen wieder. Ciao.